Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kakerlaken-Tape-Bundle von Carmo Caputo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Carmo Caputo Kakerlaken-Tape bzw. Kakerlaken-Tape Nummer 1. Ja, das Ganze am 10. August 2018 erschienen. Wir werden mal reinschauen. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier einmal ein Shirt mit dabei. Einmal Papes plus Filtertipps. Ein Feuerzeug. Sticker. Jede Menge Sticker. Und ein Poster. Gut. Wie immer starten wir mit dem Album und nachdem dieses hier noch in Folie eingeschweißt ist, werden wir das mal aus der Folie befreien. Und zwar am besten hier an der Rückseite, da haben wir diese Schweißnaht. Jawohl. Ansonsten hier nicht seit der Folie, wirklich nur das Album. Und zwar haben wir hier ein Digipack in Schwarz und Grün. Hier oben lesen wir Caputo Musik präsentiert, also das ist das Label von Carmo Caputo. Dann haben wir das Logo, diese Kakerlake. Und darunter lesen wir Carmo Caputo Kakerlaken-Tape Nummer 1. Rechts unten haben wir noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und das Ganze befindet sich hier vor so einer schwarz-grün eingeleuchteten Ziegelsteinmauer, so Backsteinmauer. Auf der Seite lesen wir Carmo Caputo Kakerlaken-Tape Nummer 1. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Wir haben ein paar Features dabei. Und zwar haben wir Features von Crazy Alpha, Provo und Gera Berlin. Dann nochmals Gera Berlin, Tyson, Provo, nochmals Crazy Alpha, Amadeus, nochmals Provo und nochmals Provo. Und dann haben wir noch Track 15. Das ist ein Bonus-Track. Bonus-Track 2015. Okay, dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier links, also ein Digipack ohne Booklet in dem Fall. Wir haben hier einmal so eine Kakerlake, auch hier wieder in dieser schwarz-grün Optik, halt mit dieser Backsteinmauer hier. Dann haben wir hier einmal links die Credits zum Album eingeschrieben. Und auf der rechten Seite dann natürlich die CD. So sieht die aus. Klassisch in Silber gehalten. Und hier lesen wir, der Weg des Wachstums führt durch die Angst. Alles klar. Gut, das soweit zum Album. Also 15 Tracks hier mit drauf auf diesem Digipack, auf diesem Album. Dann haben wir Papes und Filtertipps. Und zwar kommen die auch wieder mit dieser Kakerlake. Carmo Caputo lesen wir hier. Das Ganze dann hier zu öffnen. Nochmals die Kakerlake. Nochmals die Kakerlake. Okay, also mehr Kakerlaken als ich zählen kann. Und diese Kakerlaken stellen dann auch die Filtertipps dar. Und zwar kann man das Ganze dann hier so aufklappen. Ihr seht, auf der einen Seite hier schön bedruckt mit diesen Kakerlaken-Logos, Rückseite blank weiß. Und dahinter verbirgt sich dann das hier. Also Smoking, das lesen wir hier, extra fein, langsam brennend, 33 Blatt, Red. So sehen die aus, extra feine Tapes. Tapes schreibe ich schon. Nein, das sind keine Kassetten, das sind Papes. King Size. Kann man dann hier eben entsprechend rausholen. Natürliche Gummierung ohne Farbstoffe. Okay. Ja, ich bin kein Konsument, was diesen Inhalt betrifft. Also egal, ob jetzt reguläre Zigaretten oder sonstige Substanzen. Aber nachdem Carmo Caputo ja selbst ziemlich häufig am Rauchen ist, beziehungsweise dieses in seinen Texten vorkommt und immer wiederkehrendes Element ist, ist das durchaus stimmig, dass das in diesem Bundle mit dabei ist. Gut, dann haben wir jede Menge Sticker. Und zwar haben wir hier, wie sollte es anders sein, auch hier wieder die Kakerlake. Und wir haben hier für ein Bundle echt mächtig viele Sticker. Und zwar haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, eventuell sind es sogar 20 und das sind ein paar irgendwie zusammengehängt. Aber ich komme jetzt auf 18 Stück.
Also wir haben 18 Mal diesen Sticker hier im Hochformat, diese Kakerlake in Weiß und Schwarz, die hier ebenfalls am Rauchen sein dürfte. Also das Kakerlaken-Logo hier 18 Mal in Schwarz und Weiß im Hochformat. Und dann haben wir noch diesen Sticker hier, den habe ich hier 1, 2, 3 Mal. Und zwar haben wir hier den Schriftzug Camo Caputo und genau in diesem Schriftzug befindet sich eben dieser, auch hier natürlich am Rauchen. Und dann haben wir hier unten noch Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Also das sind die Social Media Kanäle, wo Camo Caputo am Start ist. 3 Sticker in Schwarz und das Ganze im Querformat. Jawohl. Dann haben wir noch einen Bundle-Inhalt, der passend zu den Papes daherkommt. Und zwar haben wir hier ein Feuerzeug in Schwarz. Natürlich auch hier wieder das Kakerlaken-Logo. Wir haben es hier zu tun mit so einem Standard-Big-Feuerzeug. Gefällt mir gut. Jawohl, funktioniert. Und dann lesen wir hier noch www.loscaputos.com. Also, das ist hier das Label bzw. ja, der Internetauftritt von Camo Caputo und seinen Jungs. Kann man hier abchecken. Schönes schwarzes Feuer. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar ist das in diesem Format hier, Querformat, wie wir sehen, einseitig bedruckt. Wir haben auch hier wieder, wie vom Cover, diese Optik hier, diese schwarz-grüne Ziegelstein, diese Backsteinmauer. Kakerlake ist natürlich auch wieder am Start. Camo Caputo Schriftzug und nicht nur, dass der Verbraucherhinweis wieder rechts unten ins Eck geschafft hat, nein, wir haben darüber auch noch eine Unterschrift. Also hier mit so weißem Stift unterschrieben, rechts unten im Eck Camo. Sehr schön. Also statt einer Autogrammkarte gibt es hier ein unterschriebenes Poster. Einseitig bedruckt im Querformat. Und dann machen wir hier nochmal Platz, denn einen Bundle-Inhalt gibt es noch und zwar ist das ein Shirt. Ja, immer wiederkehrendes Element, hier diese Kakerlake, ein schwarzes Shirt, dann hier im mittleren Brustbereich haben wir wieder diese schwarz-grüne Backsteinmauer und davor dieses Kakerlaken-Logo. Auf der Rückseite haben wir auch noch einen Neckprint und zwar lesen wir hier, beziehungsweise ist wahrscheinlich so besser, in weißer Schrift Camo Caputo, also auch hier wieder der Schriftzug. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem, wenn dann mal der Fokus hinhaut, jawohl, Souls in der, also Souls Imperial in der Größe M. Meines Wissens konnte man das Shirt damals in der Größe frei wählen, daher ist meines in M, ich habe mich für M entschieden, aber die Größe war, glaube ich, von S bis XL oder XXL frei wählbar. Das ist natürlich dann eure Sache, wenn ihr euch das Bundle bestellt. Und wir haben es hierbei zu tun mit, wo haben wir es? Kannst du da echt nicht lesen, weil es so klein ist. 100%, okay, aber, ah ja, okay, da haben wir es, okay. Also, wir haben hier oben einmal 100%, weiß nicht, ob man das lesen kann. Baumwolle und dann hier ganz unten Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt hier mit dieser Ziegelwand und der Kakerlake im Brustbereich. Ansonsten hier alles in Schwarz. Gefällt mir von der Ziegelwand her richtig gut, diese Optik. Im Brustbereich allerdings die Kakerlake hier in Weiß und Schwarz. So schön, dass vielleicht den Kontrast irgendwie machen mag, aber ich bin jetzt kein Riesenfan von Kakerlaken und ich muss jetzt nicht unbedingt mit einem Shirt, auf dem eine Kakerlake auf der Brust ist, herumlaufen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe S, wie gesagt, Größe damals bei dem Bundle frei wählbar. Dann haben wir hier Sticker, diese Logo-Sticker im Hochformat, wie gesagt, 18 Stück waren bei mir dabei. Dann haben wir dreimal diesen Sticker hier im Querformat, diesen Schriftzug-Sticker, die Papes plus Filtertipps,
das gebrandete Feuerzeug von BIC. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat inklusive Unterschrift. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 15 Tracks, das Ganze im Digipack. Jawohl. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle Kakerlaken-Tape Nummer 1 von Camo Caputo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Camo Caputo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.